Ein Experimentierkasten, wo zwischen 1966 und 1976 herausgegeben, habe ich heute aus meinem Regal gezogen. Es ist das Cosmos Elektroniklabor XG. Schön, dass Sie sich meinen Baukasten anschauen wollen. Da ich leider für diesen Kasten nur ein kopiertes Handbuch von Heinz Richter in der 9. Auflage habe, kann ich das Alter meines Experimentierkastens nicht so richtig bestimmen. Der Kasten kam 1966 auf den Markt und hat wohl mehrere Auflagen erlebt. Das Handbuch ist aus dem Jahre 1973. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es eine Kopie des Originals ist. Ich habe diesen Cosmos-Kasten 1995 bei eBay ersteigert. Der Kasten ist sehr stark bespielt und ein Teil der Federn ist in einem sehr schlechten Zustand oder sogar defekt. Und Ersatzfedern gibt es ja leider nicht. Viele Federn sind in solch oder einem ähnlichen Zustand. Bleibt also nur die Wahl, noch einen anderen XG zu besorgen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bei eBay gab es ein Angebot für einen XG zum Preis von 30 Euro mit dem üblichen Hinweis, dass für eine Vollständigkeit keine Garantie gegeben wird. Hätte ich mir doch die Bilder vor dem Kauf etwas besser angesehen. Der Baukasten wurde also geliefert. Die Bauteile und besonders die Federn waren auch in besserer Verfassung als bei meinem alten Kasten. Außerdem lagen noch ein paar mehr Drähte und Teile bei. Aber der Lautsprecher und das Lautsprechergehäuse fehlten. Beim Baukasten lag dann auch ein Bestellzettel bei, auf dem gerade dieser Lautsprecher und das Gehäuse nachbestellt werden sollte. Kann es sein, dass dieser Kasten damals ohne diese Teile ausgeliefert wurde? Es lagen dem neu erworbenen Experimentierkasten aber zwei Originalhandbücher der 5. Auflage bei, die auf einen Baukasten aus dem Jahre 1969 schließen lassen. Man kann bei den bespielten Kästen schlecht sehen, wie sie mal neu ausgesehen hatten. Auf der Seite vom Baukasten-Wiki von Thomas Riegert gibt es dann auch ein Bild mit einer etwas anderen Anordnung der Bauteile. Und da lag wohl eine leere Valvo-Röhrenschachtel bei. Das Bild zeigt einen originalen, noch eingeschweißten Baukasten, so Thomas Riegert in einer Mail an mich. Ein Katalog aus dem Jahr 1972, auch auf der ausgezeichneten Seite von Thomas Rieger zu finden, zeigt eine Zusammenstellung der damals lieferbaren Grund- und Aufbaukästen. Nun zurück zu meiner ersten Beschreibung. Nach der Bauteileliste scheinen aber fast alle Bauteile vorhanden zu sein. Der Schraubenzieher und der Halteschlüssel fehlen aber. Und was von den Bauteilen defekt ist, muss ich erst noch austesten. Auf dem Deckel ist noch links eine Auszieherantenne abgebildet, die aber den Kästen nicht beilag und auch auf der Liste nicht aufgezeichnet ist. Das Pult war schon zusammengebaut und auch die Batterien 6R20 waren schon oder noch in ihren Halterungen. Es ist nun schon viele Jahre her, seit ich das letzte Mal mit dem Kasten gearbeitet hatte. Erstaunlicherweise liefern die Zellen immer noch ihre Spannung von 1,5 Volt pro Stück. Aber ein Ersatz wäre ja auch nicht allzu teuer. Und jetzt soll es an die Praxis gehen. Als kleines Experiment habe ich mir den Aufbau einer Polizeisirene auf Seite 96 des Handbuchs ausgewählt. Ein Tongenerator erzeugt niederfrequente Schwingungen
und eine mit dem Transistor T arbeitende Hilfsschaltung erzeugt dann die automatischen Heultöne. Ich brauche dazu 9 externe Bauteile und den eingebauten Lautsprecher sowie Potentiometer, Schalter und Taster. Aufgebaut wird nach dem folgenden Plan und ich nehme an, es ist wenig interessant, mir zuzuschauen, wie ich die einzelnen Kabel anschließe. Daher gleich zum Ergebnis des Aufbaus. Nach einiger Mühe ist nun der Aufbau fertig. Ich muss gestehen, dass mir dieses Mal das Einstecken der Verbindungsdrähte schon etwas Probleme bereitet hat. Besonders, wenn es mehrere Drähte in einer Feder gibt. Ich hatte die Arbeit mit diesem Kasten etwas angenehmer in Erinnerung. Und auch der Plan war mir keine große Hilfe. Ich habe alle Verbindungen noch einmal überprüft und mit einem Marker nachgezeichnet. Der Aufbau wird nun eingeschaltet und aus dem Lautsprecher tönt ein Sirenenton. Nach einiger Zeit bricht dieser Ton ab. Durch Druck auf die Taste kann dieser dann wieder gestartet werden. Auch eine Regelung wie der Potentiometer scheint zu funktionieren, aber nach der Beschreibung im Handbuch sollte es doch etwas anders klingen. Mir genügt aber diese kleine Demonstration mit dem Cosmos XG-Kasten und ich bedanke mich, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei wären, wenn ich wieder einen Experimentierkasten aus meinem Regal hole. Über einen Kommentar oder einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Tschüss! Und Salut aus dem Saarland.